So, Freunde, willkommen zurück zu diesem kleinen Update-Video, Informationsvideo. Ich bin jetzt schon bei Level 60, 62 glaube ich knapp, aber ich wollte zum 60er Level ein Update machen. Ja, fangen wir an, ich wünsche euch viel Spaß, los geht's. So, da sind wir. Wie gesagt, ich bin Level 61. Bin bald aber Level 62, habe jetzt meine Punkte hier schon vergeben, aber es sind ja zwei Stück, also jetzt nicht die Welt. Wie gesagt, das sollte ein 60er Update werden. Ich bin jetzt vor kurzem erst vom Klingenwirbel auf den blutigen Schnitt umgestiegen. Ich werde oder will ihn aber normal skillen, jetzt nicht mit diesen ganzen Effektzaubern etc., dass der halt über krass OP wird, sondern einfach nur über Materialschaden etc. Ich würde sagen, wir fangen auch mal bei unseren Fähigkeiten an, die ich benutze. Hier unten seht ihr die. Gehen wir mal ganz hoch. Fangen wir mit dem blutigen Schnitt an. Das ist aktuell so, wie ich es geskillt habe. Wir haben hier die erste Rune. Effektschaden 40%. Waffenschaden 30%. Hier nochmal 60er Waffenschaden drauf. Kritischer Schaden plus 25. Die Axt folgt dir nun, sobald du dich bewegst. Das ist ganz nice. Ich hatte vorher auch den hier noch drin, aber der verbraucht jetzt halt Abklingzeit von 8,9 Sekunden. Und das ist halt dafür, dass die halt, keine Ahnung, nur einen Moment, in Anführungsstrichen, sich länger dreht, ist das ein bisschen arg, die Abklingzeit. Und ja, hier habe ich noch, den weiß ich gar nicht, warum ich den hier noch drin habe. Ich glaube, das ist auch noch alt. Erhöht den Schaden pro Effektstapel. Da war ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich habe das jetzt erstmal noch so gelassen. Wie gesagt, ich werde einige Sachen noch ausprobieren. Das ist aber der aktuelle Stand vom blutigen Schnitt. Hier ist durchschnittlicher Schaden, ja, knapp 17.000. Wie gesagt, gibt es bestimmt auch andere Einstellungen etc. Ist jetzt natürlich auch vom Waffenschaden etc. abhängig, aber aktueller Stand, blutiger Schnitt. Flügel ist ich mir, die benutze ich nur noch meistens zum Abhauen oder mal zum Reinjumpen in die Leute, um die zusammenzuziehen. Kann ich euch zeigen. Erhöht die Fluggeschwindigkeit haben wir hier. Wutgenerierung plus 30. Gesamtwert der kritischen Trefferchance auf 40 hoch. Gewährt einen Buff für jeden getroffenen Gegner bei der Landung. 40% auf den Gesamtwert der Status-Effekt-Chance. Und hier, das ist das, was ich meinte, erzeugt vor der Landung einen Wirbel der Gegner innerhalb des Effekts, weil ich anziehe. Das ist einfach nur, ich jump rein in die Gruppe, die ziehen sich zusammen und dann haue ich zwei, dreimal den blutigen Schnitt raus und dann sind die weg. Und hier nochmal 20% Waffenschaden drauf. Was ich aber jetzt aktuell nicht mehr benutze, können wir trotzdem reinschauen, ist der Klingensturm. Habe ich ja, glaube ich, beim letzten Mal schon gezeigt. Erhöhte Wutgenerierung durch Gegner, die mit dieser Fähigkeit getötet werden. Also im Prinzip Wut pro getöteten Gegner sozusagen. 40% Status-Effekt-Chance. Kann gehalten werden, das kennt man ja. Wutkosten, Reduzierung. Erhöht den Schaden pro Effekt. Hier haben wir noch kritischer Schaden plus 25 und erhöht die kritische Chance, wenn ein Gegner im Wirbelwind getötet wird. Hier kann ich jetzt schon die nächste Rune benutzen, aber wie gesagt, den Klingenwirbel benutze ich teilweise nur noch zum Fortbewegen. Moloch. Den benutze ich sehr oft, weil sie meistens bei auch den dicken Gegnern erzeugt Wut, wenn Schaden eingeht. Perfekt für uns. Fügt Gegnern, die dem Schild angreifen, einen Teil deines Waffenschadens zu. Also erhöht den Schadenabsorbierung, reduziert Bewegungsgeschwindigkeit, Schadensabsorbierung 4524 plus. Weiß ich auch nicht, ob ich den drin lasse oder rausnehme. Reduziert die Schaden durch Projektile. Ist auch so ein optionales Ding, finde ich. Reduziert die Abklingzeit. Ist ganz nice. Reduziert die Willenskraftkosten. Auch sehr gut. Maximale Absorption wurde in einem gewissen Prozentsatz der Blockstange erhöht. Und erhöhte Schildabsorption. Also ich habe halt mal diese ganzen absorbierenden Geschichten reingepackt. Wie gesagt, gibt es bestimmt auch noch coolere Sachen, aber damit fahre ich eigentlich ganz cool momentan. Und dann habe ich noch hier natürlich den souveränen Schrei. Plus 10 Gesamtwert Widerstände. Gesundheitskugelerzeugung ist ganz wichtig, damit wir nicht direkt One-Hit gehen während dem Kampf, dass wir auch immer wieder ein paar Kugeln fangen können. Ja, Blockchancen-Buff auch optional für mich, finde ich. Mal sehen, ob ich den so lasse. Erhöht die Dauer des Buffs. Gewährt die vorübergehende Buff eine kritische Trefferchance. Auch cool. Wut pro Treffer und globale Lebensdiebstahl.
Müssen wir mal sehen, ob ich das so auf Dauer so lasse, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Ich werde auch gleich mal reingehen in den Game, dann sehen wir das. So, jetzt gehen wir mal kurz vorher nochmal in den Baum rein. So, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Grundausrichtung war. Ich habe den nämlich gedreht gehabt und habe dann daraufhin immer wieder neu aufgebaut. Also, aber man erkennt es ja ganz gut anhand von der, sagen wir mal, Abteilung, das ist ja die Soldatenabteilung hier. Also ich bin hier runtergegangen, die ganzen Klassiker, Nahkampfschaden, kritischer Trefferschaden, bis hier runter, um 60% im Gesamtwert kritische Trefferchance zu bekommen. Genau das gleiche wie hier runter, Wut pro erlittenen Treffer, Wutkostenreduzierung, ja, also hier runter. Dann natürlich hier in den Assassinenbaum, bis hier rüber wieder, um natürlich die kritische Trefferchance auf 60% hochzukriegen, plus die ganzen anderen hier, die dabei sind. Dann bin ich hier hochgegangen, über den Gelehrten habe ich einen Punkt mitgenommen, aber nur um hier reinzukommen. Maximale Gesundheit und die Gesamtwertwiderstände hochzupuschen, ein bisschen mehr Leben und alles zu bekommen. Und hier ist wieder Angriffsschaden, kritischer Trefferschaden. Da bin ich erstmal zum Stehen gekommen. Der andere Gang ist hier rüber. Beim Wächter, Nahkampfwaffenschaden etc. Angriffsschaden, einen hier runtergegangen, um nochmal Gesundheit und Widerstände rauszuholen. Und dann sind wir hier hingegangen. Nahkampfwaffenschaden, Angriffsschaden, um hier runterzukommen. Und da habe ich jetzt 4% Schaden pro Gegner in deiner Nähe im Umkreis von 4 Metern. Den habe ich jetzt noch nicht so lange drin, da muss ich mal sehen, wie er sich gleich bewährt. Und hier habe ich nochmal die Reichweite erhöht und die Prozentzahl. Dann sind wir hier oben lang, auch klassisch, 2% Schaden pro nicht verbrauchten Wutpunkt. Und hier ist der Wut pro getöteten Gegner. Den Wut pro Treffer habe ich noch nicht genommen. Den werde ich dann mal, wenn ich hier die Schnelle keinen Punkt weitergehe oder weiß, werde ich den mal aktivieren. Ja, wie gesagt, sind nicht die Treffer, die man ausgibt, sondern da steht es auch mit der erlittenen Treffer. Das war teilweise, manchmal ist es ein bisschen unklar gewesen. Ich habe das am Anfang auch falsch gedacht. Dann hier rüber, in den Alastor-Baum. Oh, kritische Trefferchance, Gesamtwert kritische Trefferschaden. Ja, also die paar Punkte noch mitgenommen. Dann sind wir hier hoch, um hier rüber zu kommen, in die Kind der Wutbaum. Passive Wutgenerierung muss auf jeden Fall sein, wenn man mit Wut zu tun hat, mit der Wut kämpft sozusagen. Beweglichkeit hier rüber, um hier hinzukommen. Angriffsgeschwindigkeit ist jetzt nicht unbedingt das Ding, was ich brauche, aber ich wollte hier hin, um hier rüber im Hexenmeister noch die Punkte mitzunehmen. Erhöhung der Willenskraft und der maximale Wut. Also ist der aktuelle Stand. Ich muss mal sehen, in welche Richtung ich mich noch ein bisschen weiterentwickle, aber wir werden jetzt auf jeden Fall extrem auf Angriffsschaden gehen, beziehungsweise Materialschaden. Hier bin ich jetzt nicht mehr bei 50%, sondern ich bin so runtergegangen. Manche machen es auf 30, 50 brauchen wir nicht mehr. Ich bin so immer bei 40, 41 und der Rest geht voll in die Zähigkeit rein, einfach um nicht dauerhaft One-Hit zu gehen. Jetzt muss ich halt schauen. Jetzt hängt es im Prinzip nur noch von meinen Items ab, dass wir halt so hoch den Schaden wie möglich treiben. Also am besten ist natürlich, Materialschaden überall drauf zu haben. Habe ich leider nicht überall. Ich habe hier zum Beispiel noch einen Gürtel drin mit Zerreißschaden. Jetzt habe ich aber eine neue Waffe erst gefunden gehabt. Die hat leider keinen Zerreißschaden, deswegen werde ich auch nochmal umskillen. Aber im Großen und Ganzen versuche ich zu schauen, dass ich Materialwiderstand, Elementarwiderstand habe für den Anfang. Später werde ich dann noch ich kann es ja mal aufmachen, die okkulten Widerstände mehr reinpushen. Man sieht, die Material ist schon ganz, ganz nice. Elementar, und das ist so ziemlich gleich, da müssen wir noch mehr drauflegen. Aber auf jeden Fall sollte bei jedem Teil Materialschaden dabei sein, einfach das Material. Können wir mal hier oben gucken. Waffenschaden. Um das in die Höhe zu treiben, ja. Jetzt bin ich bei 7077. Ich war auch schon mal ein bisschen höher gewesen, da habe ich aber ein Rüstungsteil gewechselt. Wie gesagt, hier ist halt jetzt Zerreißungsschaden drauf. Allerdings auch noch 18% Materialschaden und Kriegstrefferschaden. Also wenn das jetzt nicht mehr Zerreißschaden wäre, sondern physischen Schaden hätte, oder Gift oder Heilig, wäre es halt für meine Waffe jetzt aktuell besser. Gut, die Stahlringe sind so Standard, finde ich. Kritische Trefferschaden und halt eben Wut pro Treffer. Und wir sehen Hauptsache über Materialschaden drauf, dass wir halt den Schaden hochpushen. Und nach und nach schauen, dass wir die verschiedenen Widerstände halt draufpacken. Elementar etc. Ja. Also wie gesagt, so sieht es aktuell aus. Hier ist meine alte Rüstung. Da hatte ich mehr Schaden drauf. Insgesamt. Ja, können wir nochmal vergleichen.
Und ich versuche ein bisschen Beweglichkeit reinzubekommen, weil der ist mega lahm gewesen. Mittlerweile rennt er schon mal einen Ticken schneller. Es geht. Ich habe jetzt hier Welcome to the Purple Phoenix. Mit dem ohne Probleme Veteran 67 durchspielen können. Champions habe ich auch schon versucht. Habe es aber der Zeit nicht gepackt, fertig zu machen. Aber man kann ohne Probleme hier rein. Und macht mit dem ganz gut Stress dort. Ich zeige es euch kurz. Also wie gesagt, es gibt bestimmt noch ein paar Skill-Punkte, die man anders setzen kann. Aber so funktioniert das schon ganz gut. Also hier rein. Und die zusammenziehen. Also ich bin immer so zwischen, ich sag mal, 70 und 90. Manchmal war auch so ein ja, ein 100 dabei, 70, da 91. Also so um die 100.000 K maximal kann man schon machen und ohne Probleme. Ich denke, das ist ganz nice. Wie gesagt, für Tipps bin ich offen. Haut gerne was in die Kommentare dann. Würde mich freuen. Und ja, falls Fragen sind, einfach fragen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Stream, beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen.